Ja, ich bin Holger Immelmann und bin seit 1998 bei der CBS. Da waren wir noch klitzeklein mit 10 Leuten und mittlerweile über 500 und bin dort zuständig für den Bereich Enterprise-Integration. Ja, letztlich bringen wir verschiedene Systeme, Plattformen und externe Partner miteinander zusammen, dass die Prozesse end-to-end funktionieren und nicht nur ein System für sich, sondern dass wirklich durchgängige Prozesse technisch miteinander integriert sind. Einerseits haben wir im Pharmabereich beim großen Kunden von CBS eine Integrationsstrategie ausgearbeitet, wo definiert wird, ja, jetzt fängt man mit S/4HANA an, macht komplett neue Prozesse, Systemumgebung. Welche Plattform nehme ich denn, um Anwendungen zu integrieren, um Daten zu integrieren? Ein anderer Bereich war zum Beispiel das Thema Salesforce und SAP-Integration bei Wacker Chemie, was wir auch als Referenzprojekt bei der DSAG vorgestellt haben. Das wäre technisch interessant, aber eben natürlich auch fachlich, um die verschiedenen Welten zusammenzubringen. Bei TESA in Hamburg haben wir einen Rollout begleitet und da noch die Schnittstellen für weitere Länder, für weitere Lager und Kunden implementiert, wo wir halt auch in der vorgesehenen Zeit und mit den Aufwänden und wirklich ohne nennenswerte größere Probleme live gegangen sind. Ja, letztlich sind wir 16 Leute aktuell intern. Dann haben wir noch Kollegen, mit denen wir von Partnern oder mit Freelancern zusammenarbeiten. Das sind auch nochmal grob 10. Und ja, es ist ein bunt gemischtes Team mit auch ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch bunt gemischt von der Altersstruktur her. Und das macht es auch interessant. Im SAP-Kontext, da ist quasi die SAP Subtechet Pflichttermin jedes Jahr, weil wir da halt wirklich die Möglichkeit haben, die neuesten Produktroadmaps, die neuesten Entwicklungen zu sehen, auch hands-on zum frühen Zeitpunkt durchführen zu können. Da sind wir auch regelmäßig jedes Jahr mit einem großen Team da, mit wechselnder Besetzung. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit regelmäßigen Schulungen bei SAP oder halt E-Learnings sich weiterzubilden. Aber gerade im Integrationsbereich, da hat man es ja mit vielen verschiedenen Themen zu tun. Das heißt, da ist es auch so, dass wir auch mal andere Messen besuchen von Bereich Java oder agile Entwicklung oder Salesforce, um halt einfach zu sehen, was passiert denn hier generell im Markt. Ja, als Young Professional ist eigentlich entscheidend, dass man Neugier und wirklich eine Leidenschaft mitbringt, weil vom Young Professional erwarten wir nicht, dass er schon SAP oder alle Integrationsthemen oder alle Cloud-Themen kann, sondern die Neugier mitbringt, das Interesse mitbringt, diese Sachen auch zu lernen und auch Sachen gestalten zu wollen.